Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katavi, euer Let's Play das Kaninchen. Und bevor wir uns in die neuen Abschnitte der Kampagne 18 Infernal Descent stürzen, muss ich nochmal ein bisschen von der letzten Folge korrigieren, beziehungsweise ist es eigentlich auch kein echtes Korrigieren. Denn was ich über den geheimen Händler in der letzten Folge gesagt habe, war richtig. Bis letzte Woche der Patch kam, wo sie ihn gefangen, in Anführungszeichen, haben und hier vorne jetzt direkt neben den Eingang des Schlosses gepackt haben. Also es gab auch noch andere Änderungen, zum Beispiel kosten jetzt die Taschen weniger, es gibt weniger Astraldiamanten da drin, man kriegt weniger der Schriftrollen von den verschiedenen HEs. Wir kaufen uns natürlich mal noch einfach zum Einstieg welche. Aber ansonsten ist das immer noch das Gleiche, nur sie haben ihn halt von dort oben hier runtergebracht. Was ich nicht verstehen kann. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich finde es auch echt nicht gut, weil ich fand das schön, dass es das so ein bisschen eine kleine Belohnung war für die, die erkunden. Vielleicht war die Belohnung zu groß, das kann gut sein, weil immerhin die Ausrüstung mit 1225 Gearscore schon ziemlich beeinflussend sein kann. Die Astraldiamanten sind jetzt, glaube ich, nicht das, was da entscheidend war. Das Küken vermutlich auch nicht. Aber hier, solche Späße könnten natürlich schon entscheidend gewesen sein. Dafür, dass sie gesagt haben, wir bringen den Händler nach unten. Nun ja. Er ist jetzt auf jeden Fall hier, deswegen ignoriert, falls ihr euch jetzt gewundert habt, da oben ist gar nichts nach der letzten Folge. Ich bin da rumgelaufen und finde ich gar nichts. Jetzt wisst ihr warum. Wir haben neue Schuhe bekommen. Die sind auf jeden Fall schon mal besser, weil unsere Aktionspunkte gerade mit dem Damage-Bild kann ich ziemlich lange voll halten. Dann haben wir immer 5000 Kraft. Im Prinzip brauche ich dies ganz, ganz selten. Dann nehmen wir einfach mal die Schuhe. Die Werte sind auch alle rundum schön. Ziehen wir die mal an. Und heute wollen wir uns aber nicht nur damit beschäftigen, sondern natürlich, ich habe genügend der Familienwappen gesammelt und kann in die nächste Etappe von Infernal Descent gehen. Einer Kampagne, die, so wurde mir im Livestream erzählt, nicht mit dem Lore übereinstimmt. Das scheint hier ein wenig sehr stretching zu sein. Da gab es ein paar lustige Diskussionen. Fand ich sehr interessant im Livestream. Wirklich, ich habe ja immer wenig Ahnung vom Lore und freue mich immer, wenn Leute da sind, die Ahnung haben. Aber jetzt bla bla bla. Wir befassen uns mit dem, was wir hier vor uns haben. Unsere Schutzbarriere verliert an Kraft. Wir müssen einen Weg finden, sie zu stärken. Andernfalls werden wir die Festung nicht mehr lange vor dem Mahlstrom über uns schützen können. Es gibt hier ein mächtiges Artefakt. Lemuel's Schild, das in einem uralten Gewölbe unterhalb der Ruinen aufbewahrt wird. Mit seiner Kraft könnten wir eine mächtigere Barriere errichten. Begebt euch zu Atrian, findet heraus, wo der Eingang zu dem Gewölbe liegt und bringt mir dann diesen Schild. Und bitte, beeilt euch! Ich werde es sofort tun. Ohne Umschweife werde ich Trien suchen, die ist dort hinten. Dann gucken wir mal. Wäre es natürlich schön, wenn die Kuppel dann wirklich größer wird. Wenn also wirklich ein stärkeres Schutzschild erschaffen wird. Es gab auch noch ein paar andere Informationen, die ich während des Livestreams und auch schon vorher bekommen habe. Zum Beispiel zu der BKE, die hier ist mit der Belagerung. Wo ich gesagt habe, oh mein Gott, 300 von diesen Viechern muss man töten. Das schafft man ja gar nicht. Nein, das muss man auch nicht. Denn die Katapulte können verwendet werden und machen dann sehr, sehr viel Bumm. Das hätte man einfach machen müssen. Dafür braucht man aber halt ein paar Leute. Das kriegt man leider nicht hin. Einige bringen die Mobs weg. Ein anderer betätigt dann das Katapult. Vielen Dank für diese Info. Oh, dann ist die Zeit also gekommen. Die Teufel haben Wachen vor dem Eingang des Gewölbes aufgestellt. Doch wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Sie könnten abgelenkt werden. Zeigt mir eure Karte. Es ist gleich hier. Also dann, nun hängt alles von euch ab. Kein Versagen, kein Sterben, nichts dergleichen, ja?
Keine Sorge, selbst wenn wir sterben, wir sind endlich, wir stehen immer wieder auf. Wir können unendlich oft hiergegen anlaufen, sie werden es nicht schaffen. Sie beschützen das, das heißt, sie wissen, dass dieses Schild da ist. Die Teufel kennen sich erschreckend gut in diesem Gebiet aus. Dafür, dass das ja gerade erst hier hingebracht wurde. Also gut, wir wissen jetzt nicht, wie viel Zeit innerweltlich jetzt vergangen ist. Aber trotzdem kennen sie sich sehr gut aus. Ah, guck mal, da standen wir doch schon mal davor und dachten uns, was ist das denn? Da können wir doch bestimmt rein. Dann gehen wir doch jetzt auch rein. Zum Thema Gewölbe, hey, zum Thema Gewölbe. Es gibt schon die ersten, die auch in den, in das wirkliche Gewölbe vorgestoßen sind, also in die infernalische Zitadelle. Da müssen wir noch ein bisschen farmen, denn dafür müssen wir noch das Schild plus die letzte Bastion abschließen, bevor wir dorthin können, um uns den Schlüssel auch zu holen. Aber man kann sich im Zen-Laden Pakete kaufen, in denen auch dann, wo ist es, hier, 100 Familienwappen sind und die scheint man sich mehrfach kaufen zu können und deswegen haben einige auch schon bereits den Zugang zu diesem Gewölbe. Bei uns wird es noch ein bisschen dauern. Also, geduldet euch ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Verzeihung. Ich musste noch ein paar andere Dinge erzählen, aber es tut mir leid. Was soll ich da groß sagen? Ich liebe einfach das Abenteuer. Wie ich hierher gekommen bin? Tja, meine Geheimnisse wären keine Geheimnisse, wenn ich sie jedem verraten würde, oder? Aber du kannst es doch mir erzählen. Es ist nicht jedem. Na gut. Geht voran. Ja, ich gehe ja schon, damit du dich wieder vor mich teleportierst. Elfen. Ich bin kein... Ach ja, da war ja auch noch. Verräter bin ich jetzt nun wirklich nicht. Aber ich habe ja, ihr seid verboten, gab es ja ab und wieder, ab und an diesen Spruch. Und da habe ich ja mal gesagt, von wegen, niemand ist verboten. Dort war ein... Es kam ein sehr guter Kommentar dann dazu. Doch, ich bin hier offensichtlich verboten. Denn wir sind Kleriker, wir sind Priester eines Gottes. Und wir sind hier in der Hölle. Also wir sind hier schon eher unerwünscht. Als Kleriker, als Sprachrohr und als und rechte Hand. Na gut, rechte Hand vielleicht nicht, aber auf jeden Fall als eine der vielen ausführenden Fingerchen eines Gottes haben wir hier natürlich nicht wirklich viel zu tun. Wie bitte? Möchtest du das kurz vielleicht ein bisschen mit mehr Artikulationen wiederholen? Nein, nein, nein. Aha. Ach ja, die kämpft ja mit. Wir... Was? Wir kümmern uns erstmal ein Baralok. Wenn das Kaninchen lesen könnte. Das wäre alles so viel leichter, wenn das Kaninchen lesen könnte. Aber es kann nicht lesen. Hallo. So, Fledermäuse. Und deswegen gibt es auch schon die ersten der Set-Items im... Also, Artefakt-Set-Items im Auktionshaus. Falls ihr euch also gewundert habt, wieso man die dort schon finden kann. Weil Leute schon so viel Geld ausgegeben haben, dass sie dort super schnell rein können. Um dann möglichst schnell Astraldiamanten zu sammeln. Um... Naja. Um halt die Astraldiamanten farmen zu können, die man mit dem Verkauf dieser Artefakte machen kann. Und ich glaube, dass die schon sehr, sehr teuer sein werden momentan. Allerdings wird der Preis mit der Zeit auch sinken. Falls ihr also so ein Item kaufen wollt, wartet lieber noch ein bisschen. Genauso wie mit dem Succubus und dem Inkubus, den beiden Gefährten. Die sind auch schon deutlich günstiger geworden. Hallo. Hier ist eine Truhe. Und in der Truhe befindet sich ein Artefakt. Haben wir das? Jetzt auch?
Offensichtlich verstaut in einer unsichtbaren Ecke meiner Tasche. Jetzt müssen wir entkommen. Gibt es irgendwas, was uns am Entkommen hindern möchte? Hallo? Schönen guten Tag? Irgendjemand? Irgendwer? Oh. Hey, Buddies. Verführerischer Succubus? Ein Champion? Naja, nichts Wichtiges jetzt. Da ist der Weg nicht weit. Wir sind in der Hölle. Gut, wir sind in der ersten Ebene der Hölle, aber trotzdem. Der Weg ist jetzt nicht so weit. Da gibt es weitere Wege. Wenn du jetzt zum Himmel geschickt hättest, das wäre ein weiter Weg. Aber das kannst du, glaube ich, nicht. Das kann euch. Ah, mit dem Feuer der Götter brenne ich deine Seele aus der Hölle hinaus. Gut gemacht. Danke. Bring den Schild zu Ulrich. Mach ich. Ich muss mich hier noch um einige andere Dinge kümmern. Wir sehen uns dort. Um was musst du dich denn kümmern? Nee. Um was genau musst du dich kümmern? Naja. Die Frau ist schon sehr mysteriös. Aber ich, nachdem ich bei der Kampagne um Ravenloft mich ja mit der Wachen oder mit der Soldatin, die uns am Anfang begleitet hat, sehr verspekuliert habe, dass sie halt böse wäre und uns irgendwann auf den Rücken fallen wird, werde ich jetzt mit solchen Anschuldigungen mich zurückhalten. Sie wird schon das Richtige machen. Immerhin ist sie eine Elfin. Also sie wird schon wissen, was sie tut. Alles wird korrekt sein und jetzt bin ich gespannt, ob das Schild irgendwie seine Farbe verändert, ob das größer wird, ob es irgendeine Form der visuellen Bestätigung des Abschlusses der Kampagne, der Quest gibt. Wir haben viel zu tun und nur wenig Zeit. Lemuels Schild. Gut. Wir werden alles vorbereiten. Wappnet euch für die Verteidigung der Festung. Ich wappne mich. War sonst noch etwas? Berichten zufolge ist eine neue Gruppe von Unholden in das Gewölbe eingedrungen. Sie plündern dort Kriegsgerät und mächtige Artefakte für ihren Blutkrieg. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Vielleicht finden wir dabei ja auch etwas, das uns von Nutzen sein kann. Kehrt in das Gewölbe zurück und tut, was getan werden muss. Das hat sie gemacht. Sie hat dort ein bisschen sich umgeschaut und sichergestellt, dass dort keine weiteren Artefakte mehr sind. Oder will sicherstellen. Ja, es hat sich nichts geändert. Gleich groß, gleich farbig. Aber jetzt geht es wieder. So schnell kann es gehen. Wir haben diesen Abschnitt jetzt abgeschlossen. Wir müssen jetzt 175 Familienwappen sammeln. Ich kann noch 60 sammeln. Damit sind wir nicht bei 100. Nach Adam Ries sind dies nicht genug. Bedeutet, wir müssen wieder ein bisschen farmen, bis wir die letzte Bastion, das wird dann vermutlich die Verteidigung der Festung sein, betreten können. Und die Folge ist dann heute ein bisschen kürzer. Das ist dann halt so. Es ist einfach sehr wenig zu tun. Es ist in der Woche. Das ist ja so ein bisschen, was kritisiert wird an dieser und auch an anderen Kampagnen. Ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, dass ich dieses Konzept nachvollziehen kann mit den wöchentlichen maximalen Kampagnenwährungen, weil es allen Leuten dann ein gleichbleibendes Tempo ermöglicht oder ein gleiches Tempo, abgesehen davon, wer bezahlt für in diesem Fall Familienwappen. Die können natürlich schneller sein, aber alle anderen sind ungefähr gleich schnell, egal wie viel Zeit sie haben. Aber auf der anderen Seite ist das Problem jetzt einfach, es gibt super wenig Progress und super wenig zu tun jetzt im eigentlichen Sinne. Man ist innerhalb von einer Stunde oder so, hat man die Kampagnenwährung zusammengefarmt, wenn man jetzt wirklich nur die wöchentlichen macht, und hat dann die restliche Woche nichts mehr zu tun. Gut, eine tägliche... Was? Achso, ich muss... Ich mache das jetzt einfach nur, weil ich mal gucken möchte. Wir haben kein. Was soll ich da tun? Oder sonst noch etwas? Geht voran! Also, eine tägliche würde natürlich auch nicht funktionieren, da dann wieder jene benachteiligt werden, die nur am Wochenende spielen können oder an irgendwelchen anderen Tagen, aber halt nicht rund in die Uhr spielen könnten. Und so ist der Gedanke natürlich gut und nachvollziehbar und auch schon richtig. Ich wüsste auch keinen besseren Weg. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man mehr Quests sozusagen, also die Quest.
die Story ein bisschen vergrößert und mehr Quests zwischen den verschiedenen Etappen baut, dass man jetzt nicht nur eine Quest hat, wie wir hier jetzt haben, und dann ist es wieder vorbei für die Woche, sondern dass man irgendwie so zwei, drei kleinere Quests bastelt oder die entsprechend aufweicht, um das aufdröselt, um das alles ein bisschen umfangreicher zu gestalten. Also, dass man wenigstens das Gefühl hat, dass mehr passiert. Also, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oh mein Gott. Hallihallo. Darf ich mich bewegen? Hallo? Ich bin kampfunfähig. Warum genau bin ich kampfunfähig? Ja, das ist so mein Gedanke. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, aber das wird vermutlich nicht passieren. Nicht so schnell. Wir müssen jetzt wieder farmen. Bis nächste Woche komme ich hier nicht weiter. Wer rechnen kann, weiß, dass ich definitiv diese Woche keine weitere Folge schaffe. Für, beziehungsweise mit unserem Kleriker in dieser Kampagne. Das bedeutet, wir sind weiter unterwegs mit Fenvariel, unserem Paladin. Eine Folge dürfte es sein und dann werden wir uns wieder hier sehen, um die letzte Bastion zu verteidigen. So, jetzt geh mal bitte weg, vorher kann ich nämlich nicht die Folge beenden, bevor ich dich nicht getötet habe. Jetzt Abmarsch. So, Todisa, wir haben seinen Schlüssel und dann würde ich sagen, ja komm, die zwei Minuten können wir jetzt auch noch fertig machen, dann haben wir jetzt noch einmal diese wöchentliche Quest gemacht. Ist jetzt, was mich ein bisschen gewundert hat, vielleicht kann ich das ja auch nochmal gerade sagen, das sind einfach so, das möchte ich jetzt nämlich eigentlich probieren, deswegen mache ich die sofort. Dort stand, dass wir ein Familienwappen für diese Quest bekommen. Und das finde ich ein bisschen, ist das vielleicht ein Anzeigefehler oder kriegen wir wirklich nur ein Familienwappen? Dann ist das eher ein Bug, würde ich sagen. Wir haben das Artefakt, sehr gut. Dann sprinten wir zurück. Kämpfen auch noch jene, die hier wieder rumstehen und der Meinung sind, sie könnten uns irgendetwas anhaben. Eine Änderung, die ich ganz gut finde, ist, dass Gegner nicht mehr alle Heiltränke haben und nicht mehr mehrere Heiltränke haben, sondern jetzt wirklich nur noch einige der Gegner mit Heiltränken rumlaufen. Das macht das Ganze teilweise ein bisschen, gerade für nicht so starke Damage-Dealer oder generell Klassen, die keine Damage-Dealer sind, ein bisschen leichter. Das hatte ich ja bei Fenvariel so hin und wieder das Problem, dass einige Gegner nicht sterben wollten, weil sie Heilträge verwendet haben zwischendurch. Und dann wurde der Kampf einfach nur länger. Das finde ich eine schöne Änderung. Aber die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Nun gut. Schnell geschwind zurück. Das Artefakt auch zurückgeben. Das wäre, man müsste diese Schutzsphäre einfach auch um die Mauern erweitern. Dann hat man nämlich nicht mehr das Problem, dass, weil man kann ja auch nicht von außen nach innen schießen. Das macht also gar keinen Unterschied. Ups. Eher sogar im Gegenteil. So, kriegen wir nur eine? Ah, ich kann schon von hier aus das Böse fühlen, das diesem Ding anhaftet. Vielleicht weiß Markus ja, wie wir es zu unserem Vorteil einsetzen können. Gut gemacht. Wo ist der War eigentlich? Sonst noch etwas? Nein, wir haben 25 Familienwappen bekommen. Okay. Gott. Dann ist das nur ein Anzeigefehler. Markus? Oh. Markus, wieso kann ich nicht mit dir reden? Bist du der... Oh Gott, bist du denn der... Du bist definitiv nicht unser Markus. Definitiv nicht. Pass auf, wir machen das jetzt mal nochmal. Das kriegen wir die Folge richtig lang. Das ist dieser Markus hier. Und wir gehen jetzt mal... Wo steht er definitiv? Im Ring des Grauens steht Markus mit auf jeden Fall rum. Und leicht erkennbar. Komm mal her. Komm mal her, Markus. Komm mal her. Wo bist du? Da hinten steht er rum. Da, sein Horn ist... Die roten Magier waren sehr fleißig. Sein Horn ist heile und er sieht auch im Gesicht anders aus. Seine
Statur ist einfach viel schmaler. Es ist ein anderer Markus. Definitiv ist es der Anti-Markus, der Shadowfell-Markus. Damit ist es bewiesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Sorry, Xuna. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.